Gar nicht so lustig sind die Abfälle, die es beim Alu-Recyceln gibt. Gerade wegen den Aludosen mit ihren farbigen Beschichtungen ist beim Einschmelzen giftiger Abfall entstanden. Die Alu-Swiss Refonda hat den Abfall ins Ausland abgeschoben, zum Beispiel nach England. Der Bruno Bonametti ist dem giftigen Müll nachgegangen. Die britische Hafenstadt Swansea im Süden von Wales. Die 180.000 Einwohner leiden unter einer großen Wirtschaftskrise. Fast jeder Fünfte ist arbeitslos. Die Sorge um die Arbeit verdrängt die Sorge um die Umwelt. Trotzdem sorgt sich die Bevölkerung im Stadtviertel Morriston. Im nahen Steinbruch, tief in der Erde versenkt, lagern tausende Tonnen Sondermüll aus ganz Europa, auch aus Schweizer Kehrichtverbrennungsanlagen. Sondermüll, der in der Schweiz nicht gelagert werden darf. Was die Bewohner in Morriston besonders beunruhigt, sind 500 Tonnen Filterstaub aus dem Aluminiumrecycling der Refonda, einer Tochtergesellschaft der Aluswiss. Seit die Umweltschutzorganisation Greenpeace in verschiedenen Analysen nachgewiesen hat, dass der versenkte Filterstaub, Dioxin, Schwermetalle und andere gefährliche Stoffe in hoher Konzentration enthält, soll der Müll zurück in die Schweiz gehen, fordern Presse und betroffene Anwohner. Refonda sollte den Müll zurücknehmen. Die Schweizer Regierung sollte jetzt handeln. Familien mit Kleinkindern leben hier. Es gibt ein Spital ganz in der Nähe und auch eine Schule. Jetzt hören wir vom Dioxinstaub in der Deponie. Das ist wirklich äußerst unbefriedigend. Unsere Kinder und Enkel werden in Zukunft diesen Müll wegräumen müssen, wenn wir heute nicht handeln. Bewilligt hatte den Import damals die Umweltbehörde in Swansea. Sie wollte uns Rede und Antwort stehen, doch wir stellten die Kamera umsonst auf. Der verantwortliche Beamte hat uns ein Interview gegeben. Er ist aber buchstäblich in letzter Sekunde von oberster Stelle zurückgepfiffen worden. Der Grund? Stellung nehmen müssen jetzt Politiker und nicht Beamte. Das zeigt, wie sensibel die ganze Angelegenheit in Swansea beurteilt wird. Doch blenden wir zurück ins Jahr 1989. Der Alu-Recycler Refonda exportierte aus dem Werk im zürcherischen Niederglatt die Filterasche in diesen Säcken nach England, und zwar mit dem Segen des Bundesamtes für Umwelt. Heute ist diese Fabrik geschlossen, die nähere Umgebung dioxinbelastet. Gemäß den Behörden sollen Tiere hier nicht mehr weiden und Bauern kein Gemüse anpflanzen. Die 500 Tonnen Filterasche gingen im November 1989 per Schiff vom Basler Rheinhafen in Richtung England. Bereits beim Umlad in Rotterdam griff die Polizei ein. Sie blockierte das Schiff, analysierte den Filterstaub und stellte fest, Schwermetalle in hoher Konzentration, Ladung gesundheitsgefährdend, eindeutig Sondermüll. Trotzdem wurde das Schiff freigegeben und der Filterstaub gelangte zur Entsorgungsfirma Max Recovery in den Docks von Swansea. Schon im Dezember 1989 schickte die Max Recovery der Refonda diesen Fax. Darin heißt es, alles in Ordnung, Filterstaub verarbeitet, bereit zur Endlagerung in der Deponie Morriston. Doch in Tat und Wahrheit blieb der Filterstaub über 14 Monate lang auf dem Gelände der Max Recovery liegen. Der Grund? Die Umweltbehörde in Swansea war verunsichert und analysierte den Staub mehrmals nach englischen Umweltrichtlinien. Eine erste Analyse ergab beunruhigende Werte an polychlorierten Biphenylen, Stoffe, die krebserregend wirken. Weil bei weiteren Untersuchungen auch tiefere Werte gemessen wurden, gaben die Behörden grünes Licht für die Endlagerung. So konnte die Entsorgungsfirma Max Recovery den Filterstaub in Morriston endlagern. Was sie als sachgerechte Entsorgung bezeichnete, war die Vermischung von Filterstaub mit Zement. Ende gut, alles gut? Keinesfalls. Denn noch während dieser Arbeiten entzog der Stadtrat Max Recovery die Lizenz für diese Deponie. Der Grund? Die Firma arbeite nicht vorschriftsgemäß. Unter dem Druck der Öffentlichkeit hat die Refonda die Zusammenarbeit mit der Max Recovery eingestellt. Die Deponie ist seither gesperrt. Desmond Davis, verantwortlicher Leiter und Eigentümer der Max Recovery, stieg kurzerhand aus dem Müllgeschäft aus und eröffnete ein Hamburger-Restaurant. Ein Interview wollte er uns nicht geben. An der Nachfolgefirma von Max Recovery ist er finanziell weiterhin beteiligt.
Der Refunder-Sondermüll lastet schwer auf den Stadtpolitikern von Swansea. Sie wollen ihn weghaben und hoffen auf die Regierung in London. Und die hat bereits in der Schweiz angeklopft. Der Brief, den unser Umweltminister Tim Yeo Frau Bundesrätin Dreyfus geschrieben hat, zeigt, wie besorgt darüber auch unsere Regierung in London ist. Eine Rücknahme wäre möglich. Die Schweizer Sondermüllverordnung sieht eine 4-jährige Rücknahmepflicht vor, falls beim Export unvollständige Angaben gemacht wurden. Doch das zuständige Bundesamt sieht keinen Grund für eine Rücknahme. Es bestätigte den Engländern zwar, Filterstaub aus Aluminiumschmelzöfen ist Sondermüll, aber gemäß den Analysen, die uns Refunder vorlegte, kamen wir zum Schluss, dass der Filterstaub nicht giftig ist. Greenpeace Zürich ist ganz anderer Meinung. Sie nahmen eine Probe des Filterstaubes. Ja, wir haben den Filterstaub in England gezogen und wir haben in verschiedenen Laboratorien verschiedene Schadstoffe analysieren lassen, unter anderem bei der EMPA, bei der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in Dübendorf, auf Dioxin. Wir sind selber über die Höhe kalt an verschiedenen Schadstoffen überrascht. Wir haben die meisten Proben doppelt gemacht. Und es hat also sowohl von der Dioxinbelastung wie auch bei der Schwermetall- und bei der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoff höhere Werte gegeben. Wie gefährlich für die Gesundheit ist die Konzentration der Schadstoffe, die Analyse ergeben hat? Es ist eindeutig Sondermüll und es ist sicher gesundheitsgefährdend, krebserregend. Was genau in der Exportanalyse stand, verheimlichen der Sondermüllexporteur Refunder und das Bundesamt bis heute. Immerhin musste Refunder gegenüber dem Kassensturz zugeben, die Analyse von PCB, PAK, Dioxine und Furane stand beim Export des Filterstaubes nicht zur Diskussion. Erstaunlich. Genau diese Stoffe sind nämlich am gefährlichsten. Und genau diese gefährlichen Substanzen hat Greenpeace in ihren Analysen nachgewiesen. Also, die Angaben beim Export waren unvollständig. Und die britische Regierung könnte darauf pochen, dass die Schweiz den Sondermüll zurücknimmt. Für die Refunder eine teure Angelegenheit. In der Zwischenzeit fließen in Swansea die Abwässer aus der Deponie ungereinigt ins Meer. Der walisische Umweltingenieur Alan Watson warnt. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Deponie auch das Grundwasser verunreinigt. Darüber herrscht allgemeine Beunruhigung. In Zukunft könnte das Regenwasser, welches in die Grube sickert, die Lösung von Schwermetallen und anderen gefährlichen Stoffen beschleunigen. Das wiederum führt zu einer Grundwasser- und Meeresverseuchung. Aluswiss Refunder will nichts mehr mit ihrem Sondermüll zu tun haben. Doch vielleicht werden ihr in diesem Fall die Engländer die Rechnung eines Tages präsentieren. Unterdessen hat es der Chef der Umweltbehörde zu Swansea gesagt, er würde den Sondermüll noch lieber der Aluswiss zurückschicken, wenn er die Wahl hätte. Was sagt der Aluswiss Refunder zu ihrem Sondermüll zu England? Bei uns im Studio der Aluswiss-Direktor und Refunder-Geschäftsführer Jürg Gerber. Herr Gerber, wo ihr den Filterstaub nach England exportiert habt, habt ihr ja Schadstoffmessungen gemacht. Warum haltet ihr die Werte immer noch geheim halten? Wir halten keinen Wert geheim halten, sondern es ist so, dass wir im Vorfeld von diesen Lieferungen verschiedene Analysen haben machen lassen. Wir haben verschiedene Abnehmer kontaktiert. Wir haben Muster geschickt. Die sind im Fall von England von den Engländern analysiert worden. Auf alles, was dort mal erforderlich war. Auf dieser Grundlage haben wir nachher dann die entsprechenden Eingaben gemacht und Dokumentationen erstellt. Wir haben Papier von den Engländern, dass man das dort sachgerecht einlagern kann. Auf der anderen Seite hat unser Redakteur Bruno Metti die Sachen einschauen und er hat ihm das verweigert, er hat ihm die Daten nicht zeigen. Wir haben niemandem Daten verweigert. Wir können nur die Daten vorlegen, die dort mal vorhanden waren. Und das ist das, was untersucht worden ist von den englischen Labor. Gut, die haben wir vom Kassensturz ja nicht dürfen sehen. Aber eine andere Frage würde uns interessieren. Warum hat er denn zumal nicht wenigstens nach dem hochgiftigen Dioxin untersucht? Dioxin, PAK, PCB sind im Jahr 1989 für Export überhaupt kein Thema gewesen. Sind auch für die Refunder noch nicht im Vordergrund gestanden. Genauso offenbar auch nicht für die Engländer. Aber wir haben alles gemacht, was damals gemäss den Vorschriften und den Gesetzen erforderlich war.
Darum haben wir auch zuerst bemustert in England und haben erst aufgrund des grünen Lichts der Italiener dann die entsprechenden Anträge in der Schweiz gestellt und Durchgangsländer orientiert. Aber auf der anderen Seite hat man dann schon gewusst, dass Dioxin bei den Filterstäuben ein Problem ist. Greenpeace hat auch sehr hohe Werte gefunden. Was sagt ihr jetzt dazu? Zu dieser Zeit sind noch keine verlässlichen Filterstaubanalysen in Bezug auf Dioxin vorhanden gewesen. Das ist alles viel später gekommen. Aber es könnte jetzt sein, dass eine sehr hohe Dioxinkonzentration drin ist. Man hat es gesehen, Dioxin hat, Greenpeace hat entsprechende Messungen gemacht. Das ist doch problematisch. Man weiss heutzutage, dass Filterstäube mit Dioxin belastet sind, dass die Dioxine entstehen aufgrund der Temperaturen und der Fremdstoffe, die dem Aluminium anhaftet. Das ist bekannt. Das ist auch bekannt, dass das in der Grössenordnung von diesen 10'000 Nanogramm vorhanden ist. Das ist ja aber eigentlich der Zweck des Filters, die Schadstoffe rauszunehmen und die nachher kontrolliert, geordnet, neu abzulagern. Dioxin sind zudem nicht wasserlöslich, praktisch verdampfen nicht, weil sie einen sehr niedrigen Dampfdruck haben. Darum sind wir der Meinung, wenn so etwas, so ein Sonderabfall, ist eindeutig ein Sonderabfall, geordnet, abgelagert wird, dann ist das sicher eine mögliche Variante. Jetzt hat es ja noch andere Abfallprobleme bei Alusis Refonta. Wir haben euch gesagt, wir haben noch einen anderen Film dazu vorbereitet. Schauen wir mal jetzt den Film über die anderen Abfallprobleme von Alusis Refonta. Das Alu-Recycling-Werk Refonda in Niederglatt vor 2 Jahren. Heute ist das Werk stillgelegt. Hier schmolz die Aluswiss-Tochter Refonda jahrzehntelang Aluabfälle aus Industrie und Haushaltungen ein. Daraus entstanden neue Alubarren. Die Alu-Lobby behauptete stets, beim Recycling entstehen keine Umweltbelastungen. Mittlerweile weiß man, das ist schlicht falsch. Die Refonda stieß nämlich Dioxin in die Umgebung. Im letzten Jahr empfahl deshalb die Behörde, in der Fabrikumgebung die landwirtschaftliche Nutzung einzuschränken. Auch der Staub aus der Abluftreinigung, abgefüllt in diese Filtersäcke, enthält giftige Stoffe. Und schließlich die Salzschlacke. Auch sie ist dioxinbelasteter Sondermüll. Für eine Tonne Alu-Recycling bleibt eine halbe Tonne Salzschlacke zurück. Und so verfuhr die Aluswiss mit diesem Sondermüll. In den 60er Jahren kippte sie die Schlacke zusammen mit Filterschlemmen ins Gemeindegebiet Nerach. Bis heute überwachen die Behörden deshalb auf Kosten der Refonda das Grundwasser. Sondermülldeponie Kölliken. Auch hier lagert Aluswiss-Schlacke. Die Folge hier? In der Tiefe entstehen explosive Gase, die kostspielig verbrannt werden müssen. Aluskan in Norwegen. Auch hierhin lieferte die Aluswiss Salzschlacke. Die Aluskan siebte Alureste heraus und schüttete den Rest in eine stillgelegte Bergwerksmine. Von dort sickern die löslichen Stoffe der Schlacke ins Meer. Willkommene Aufsalzung des Meeres, nannte dies die Aluswiss. Metalimex in Portugal. Auch hier lagert tonnenweise Aluswiss-Salzschlacke. Die Aluswiss behauptete 1988, die Metalimex verfüge über eine funktionierende Aufbereitungsanlage. Die Aufnahmen von 1991 zeigen das Gegenteil. Portugal verlangt jetzt, der Sondermüll müsse zurück in die Schweiz. Herr Gäber, wir haben es gesehen im Film, in Nerach, in Kölliken, in Portugal, in England, in Norwegen, überall Abfall von Alusis Refonda. Da hat man schon ein bisschen den Eindruck, dass dir der Abfall entsorgt hat nach dem Konzept Abfall aus den Augen, Abfall aus dem Sinn. Zuerst möchte ich mal sagen, dass die Refonda zwischen 1972 und 1982 die erste Salzschlackenaufbereitungsanlage in Europa selber betrieben hat. Man hat sich dann laufend an neue Entwicklungen angepasst und hat auch mit anderen Aufbereitungsanlagen Kontakt aufgenommen. Ich möchte da klipp und klar festhalten, dass Salzschlacke nicht gefährlich ist. Es hat unter Umständen Dioxinspuren drin. Die sind geringer als das, was man in den Filtraschen, bei den Hausführungen, bei den Holzführungen findet. Schwermetall hat es drin. Die sind im Rahmen der Klärschlämme, die man in der Schweiz für landwirtschaftliche Nutzung aufs Land austreibt. Es ist in Kölliken das Gas angetönt worden. Aber das sind mit mir einverstanden. All die Sachen, die da drin sind, die Schadstoffe, die bedingen eine ordnungsgemäße Entsorgung von diesem Sondermüll Salzschlacken.
Es braucht eine kontrollierte Behandlung oder Deponierung von diesen Salzschlacken. Und das hat ja anscheinend nicht ganz funktioniert, jetzt im Fall Alusis Refonda. Wir haben laufend gemäss den damals geltenden Vorschriften und Verordnungen die Angelegenheiten entweder deponiert früher oder aufbereitet. Für sämtliche Deponien hat es geologische Gutachten gegeben und entsprechende Bewilligungen vom Kanton Zürich. Gut, Bewilligung, aber Metallimex ist ja gerade ein Beispiel, dass nicht alles ganz gut funktioniert hat. Ihr habt ja dort Behörden, wenn man es so darf sagen, ein bisschen übertölpelt. Ihr habt gesagt, die Anlage funktioniere. In Tat und Wahrheit hat die Anlage gar nie funktioniert. In Portugal ist alles mit absolut legalen Dingen zu und her gegangen. Es war der Wille und die Absicht von allen, dort unten eine betriebsbereite Anlage aufzubauen in verschiedenen Phasen. Aber in der auf der anderen Seite verlangt jetzt Portugal die Rücknahme. In Portugal besteht auf der anderen Seite aber auch ein grosser Rechtsstreit zwischen der Metalimex und dem Staat Portugal, der gegen die entsprechenden Meinungen und Äußerungen vorgehen will. Man muss aber auch sehen und sagen, dass Alusis und das Refonda-Werk, das eigentlich auf die Etikette geschrieben hat, umweltgerechte Alu-Recycling, auch ein bisschen höheren Anspruch hat für die Entsorgung von dem Abfall, der aus dem Alu-Recycling entsteht. Das erwartet doch das Publikum auch, dass er sorgfältig und sachgerecht und umweltfreundlich das entsorgt. Das ist richtig und da ist auch in den letzten zwei Jahren unheimlich viel passiert auf der technischen Seite. Diesen Herausforderungen hat sich Refonda laufend gestellt. Wir haben alle Anforderungen erfüllt in Bezug auf Emissionen, in Bezug auf Wasser oder was immer nur denkbar ist. Und das haben wir auch noch bewiesen mit sehr umfassenden Messungen einige Monate vor der Schliessung der Refonda. Besten Dank, Herr Gerber, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Und jetzt zum Thema Arbeitszeit. Wenn alle im Geschäft selber bestimmen könnten, wie viele Arbeitsstunden sie arbeiten und wie viele Ferienwochen sie nehmen wollen, dann gäbe das viel zu viel Aufwand und Umtrieb, behaupten Unternehmen. Eine Untersuchung hat jetzt gezeigt, dass das überhaupt nicht stimmt. Regula Studer. Sie kann Pause machen, wann sie will. So kann sie Tennis spielen, wenn der Platz frei ist. Denn sie hat flexible Arbeitszeiten. Das heißt, sie kann sich ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Und sie kann wählen, ob sie mehr Freizeit oder mehr Lohn haben möchte. Ich habe das Teilzeitarbeitsmodell gewählt. Ich arbeite dort 21,5 Stunden in der Woche. Dann habe ich gewählt 5 Wochen Ferien. Ursula Halter ist Marketingassistentin in der Firma Pistor im luzernischen Rothenburg. Die Pistor ist die Einkaufsgenossenschaft für Bäcker, Hotels und Restaurants. 230 Leute sind hier beschäftigt mit Einkaufen, Lagern und Verteilen der Waren. Die Angestellten können wählen, wie viele Stunden sie arbeiten wollen. Sei es pro Tag, Woche, Monat, Jahr oder gar bis zur Pensionierung. Zu den üblichen 4 Wochen Ferien können Sie weitere 4 Wochen unbezahlte Ferien beziehen. Wer den Lohnausfall nicht in Kauf nehmen will, kann seine Arbeitsstunden erhöhen. Dies tut Stefan Thürig. Er hat 6 Wochen Ferien und arbeitet dafür eine Viertelstunde länger pro Tag. Bringt das neue Zeitsystem euch Vorteile im Vergleich zu früher? Ja, vor allem mit den Ferien, oder? Ich habe mehr Zeit für die Fasnacht, für den Fußball und für die Sommerferien zum Reisen. Es hat nur Vorteile von mir aus gesehen, oder? Für sich selber an, weil jeder sich viel Ferien kann nehmen kann, wie er arbeiten kann. Auch die tägliche Arbeitszeit können sich die Angestellten selbst einteilen, je nachdem, ob es viel zu tun gibt oder ob das Privatleben vorgeht. Wie beurteilt Ursula Halter die freie Arbeitszeitgestaltung? Die flexible Arbeitszeit, die bringt mir Vorteile einerseits für die Familie, andererseits für meine Freizeit natürlich auch noch, die ich auch ein bisschen gestalten kann. Und auch die Familie, wenn man Kinder hat, dann muss man flexibel können sein, weil es kommen manchmal Sachen dazwischen, wo man vielleicht früher muss vom Arbeitsplatz heimgehen oder vielleicht erst später kann kommen. Und dann kommt mir die flexible Arbeitszeit sehr entgegen. Dies ist Dieter Glenz, Direktor der Pistor. Vor 3 Jahren hat die Pistor auf seine Initiative dieses Zeitsystem eingeführt. Mit welchem Ziel? Also wir sind der Meinung, dass so ein Arbeitszeitsystem dazu beiträgt, die persönlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den Anliegen der Firma bezüglich Präsenz harmonisch anzugleichen. Man dürfte nicht davon ausgehen, dass es so ein System, ein Geschenk oder ein Entgegenkommen
von der Firma an die Mitarbeiter ist. Es ist ebenso ein Entgegenkommen von den Mitarbeitern der Firma gegenüber. Und in der Praxis hat sich auch das gezeigt, dass unsere Mitarbeiter durch die erweiterte Freiheit, die sie gekriegt haben, auch eine entsprechende erweiterte Freiwilligkeit uns entgegengebracht haben. Welche Schwierigkeiten hätte ich mir überwinden, die das Zeitsystem einführen wollte? Eigentliche Schwierigkeiten haben wir keine müssen lösen. Wir haben vielleicht anfänglich gewisse Bedenken gehabt. Wir haben befürchtet, dass die Vorgesetzten mehr beansprucht würden durch Zeitkoordinationen und Absprachen. Das hat sich aber in der Praxis nicht bewahrheitet. Es ist eher so, dass die Mitarbeiter sich sehr rasch selber organisiert haben, sich selber untereinander abgesprochen haben und eher zu einer Entlastung der Vorgesetzten beigetragen haben. Es ist so, dass wir das ganze Unternehmen in Arbeitsgruppen eingeteilt haben. Das sind so meistens 3 bis 5 Personen in einer Arbeitsgruppe. Und diese Arbeitsgruppe hat eine Präsenzpflicht. Eben, und ich habe gedacht, ich hätte am Freitag etwas vor und hätte gerne frei genommen. Jetzt, wenn ich morgen Morgen käme, arbeiten, möchte ich hier ziemlich nachher mit der ganzen... Eben, dann mögen wir gleich. Ja, ja. Genau. Ich bin da. Dann sind Sie da, dann könnte ich ja am Freitag könnte ich frei machen. Ja, das wäre gut. Das ist schon gut, Merci. Eine Studie der Universität Bern hat sowohl die Arbeitnehmer- als auch die Arbeitgeberseite untersucht. Wissenschaftlich wird darin bestätigt... Arbeitszeitflexibilisierung bringt beiden Parteien, der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite, große Vorteile. Positiv für Angestellte. Freiere Arbeitszeitgestaltung hat eine positive Auswirkung auf die Zufriedenheit der Beschäftigten. Vorteilhaft für den Betrieb. Flexible Arbeitszeitsysteme ermöglichen eine bessere Anpassung der Personalkapazitäten an den tatsächlichen Arbeitsanfall. Dazu Dieter Glenz. Ich glaube schon, dass das an vielen Orten möglich ist. Es ist vielleicht interessant, wenn immer ich mit Aussenstehenden über so ein flexibles Arbeitszeitmodell rede, dann hört man meistens so eine Standardantwort und die heisst etwa: Ja, das ist ein gutes System, das imponiert mir. Nur für meine Firma eignet sich das natürlich nicht. Und ich glaube, die viele Unternehmen sollten einmal einen Versuch wagen. Könntet ihr das System auch Unternehmen empfehlen, die jetzt mehr von der Rezession gebeutelt werden, wie der Pistor? Ich glaube nicht, dass so ein System konjunkturabhängig ist. Und fährt gut damit. Die Erfahrungen von der Firma Pistor bringen wir einem Kati, wo sie morgen im Briefkasten haben oder am Kiosk kaufen können. Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen, sagt man. Unser Zuschauer Peter Hofer ist gar nicht zum Reisen gekommen, aber zu erzählen hat er trotzdem etwas. Im Inserat ist gestanden, der Gar von Firma Winterhalder fahre täglich nach Stuttgart. Ich habe mich telefonisch angemeldet und dann haben sie mir gesagt, man soll um 7:30 in Zürich auf dem grossen Autoparkplatz sein. Das haben wir dann gemacht. Wir sind extra auf Zürich runtergefahren, haben dann eine halbe Stunde dürfen warten. Dann kommt der Chauffeur und sagt uns, es hat zu wenig Leute, die da sind. Es rendiert nicht zum Abfahren. Ihr könnt wieder aussteigen und selber schauen, was ihr macht. Bin mir vorgekommen, wie bestellt und nicht abgeholt. Und ich finde es auch ganz. Ja, die Firma Winterhalter hat geschrieben, für sie sei eine telefonische Vereinbarung eben kein bindender Vertrag. Das ist natürlich Quatsch. Auch ein mündlicher Vertrag ist ein Vertrag. Und wenn man den nicht einhält, muss man Schadenersatz zahlen. Die Firma wollte nicht auf Stuttgart fahren. Sie wollte auch keinen Schadenersatz zahlen. Und der Herr Hofer wird nie mehr buchen. Auf Wiedersehen miteinander.